Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Energie Burgenland. An diesem Wochenende gibt es ja eine relativ ruhige Wetterlage. Mit der Ruhe vorbei ist es am Faschingssamstag aber in Burgerberg. Da ist nämlich der Veitelclub unterwegs. Vom Gehen halten die Faschingsnarren in Burgerberg nicht so viel. Kein Wunder, sie besuchen alle Häuser im Ort an einem einzigen Tag. Wir sind der Veitelclub und wir sind seit 40 Jahren mit den Faschingsnarren von Haus zu Haus in Burgerberg unterwegs. Wir sind drei Partien auf 310 Haushalte und so kriegen wir halt immer Essen, trinken bei den Leuten und ein bisschen Geld für die Veitelkasse. Warten wir da eigentlich schon jedes Jahr, bis der Veitelclub mit den Faschingsnarren kommt? Ja, freilich warten wir schon jedes Jahr drauf. Aber nur ist es zur Pasterei, weil wir nie wissen, wann sollen wir die Eier schlagen, wann sollen wir das Eierspeis machen. Das darf ja auch nicht geholt werden da, nicht? Müssen wir warten und dann rufen wir mal an und dann ja, sagen sie es uns ungefähr. Aber heute hat es ein bisschen Überraschung gekommen. Das ist einfach super. Wir gehen von Haus zu Haus, wir gehen überall was zum Trinken, überall zum Essen. Die Stimmung ist perfekt, das passt super. Also ich finde den Brauch super. Es ist immer Hetz am Faschingssamstag und darum gehe ich von Haus zu Haus. Und das ist super Laune immer, super Stimmung. Und eine Musik gehört dazu und der Teufelsgang. Das ist sicher, das ist klar, sonst ist nichts. Die Leute freuen sich, warten mit einem Schnapsel und einem Kropfen. Also ich finde, das ein super guter Brauch ist. Und die Partie, was wir da sind, ist ja ganz klasse. Wenn der Veitelclub mit den Faschingsnarren in Burgerberg unterwegs ist, da kann es schon passieren, dass bis am Abend manche Geister sehen. Am Sonntag ist es nach Auflösung einiger Nebelfelder recht sonnig. Der Wind weht nur schwach. In der Früh ist es sehr kalt, minus 5 Grad sind durchaus möglich. Tagsüber klettert die Quecksilbersäule auf maximal 5 Grad. Am Montag kann es Schnee- und Regenschauer geben und die Temperaturen ändern sich nur wenig. Am Dienstag zeigt sich dann immer wieder die Sonne und es bleibt weitgehend trocken. Am Mittwoch ist es ebenfalls sonnig und der Wind bleibt schwach. Am Donnerstag ist es wechselhaft, aber eine Spur milder. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Energie Burgenland Servicepartnern. 150 Mal im Burgenland. Strengere Strafen gegen sogenannte Schaulustige, das plant FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. All jene, die nach Unfällen oder ähnlichen Behinderungen hervorrufen, könnten künftig Strafmandate erhalten. Eine Identifizierung derartiger Personen dürfe kein Problem sein, meinte Kickl. Mehr dazu sehen Sie dann gleich in der Zeit im Bild.